Erst kamen die Flamingos, dann Einhörner und nun die Alpakas. Das neue Trendtier findet man auf sehr vielen Dekoartikeln, unter anderem Brotdosen und Schlüsselanhänger. Wir sind hier auf der Alpaka-Farm Tegelfeld Alpakas und wollen diese Tiere näher kennenlernen. Familie Hinse besitzt diese Alpaka-Farm. Wir haben uns mit Katrin Hinse darüber unterhalten. Können Sie uns etwas über das Entstehen von der Alpaka-Farm erzählen? Gerne. Der Ursprung war eine Verkaufsanzeige. Ich glaube, die habe ich vor 15 Jahren in der Zeitung gesehen mit einem Alpaka-Bild. Und ich fand einfach was mega süß und da stand irgendwas dran, wir sind keine Schafe. Ich wusste nicht mal, was es war. Und ich würde sagen, schockverliebt. Und aus diesem ganzen Thema ist das mehr geworden. Man hat sich damit beschäftigt, Züchter besucht und festgestellt, das könnte irgendwie das Richtige sein für sich selber. Wir sind dann vor 7 Jahren damit angefangen, dass wir mit 2 beginnen. Einfach mal gucken, wie ist das mit der Haltung. Inzwischen haben wir knapp 20 Tiere hier. Das Thema ist über 3 Generationen ein tolles Hobby geworden und haben einfach täglich Spaß daran. Und warum ausgerechnet Alpakas und nicht gewöhnliche Nutztiere? Also Alpakas sind nicht nur süß, sondern es sind auch die inneren Werte, die zählen. Also sind extrem friedfertig, zutraulich, ruhig, vielleicht auch das bisschen Exotische dabei. So eine Mischung aus allem, was es da macht. Was für Besonderheiten gibt es denn bei der Arbeit mit Alpakas? Eigentlich keine Besonderheiten. Die müssen täglich gefüttert werden. Das Wasser muss frisch gehalten werden. Man muss schauen, ob sie alle gesund sind. Ich glaube, das Standardprogramm, wenn man Tiere hat, kennt man das. Ansonsten ist halt alles ein bisschen spezieller. Spezielles Alpaka-Futter und so. Aber das ist normal, wenn man exotische Tiere hat. Wir haben hier ja schon einige Jungtiere auf der Farm gesehen. Wie oft erwarten die Alpakas hier so Nachwuchs und wann sind die ausgewachsen? Unsere Alpakas kriegen die Jungtiere in der Regel zwischen Mai und August. Ausgewachsen sind sie mit gut einem Jahr. Und wir bekommen jetzt jedes Jahr einige Jungtiere. Also wir züchten. Und ja, freuen uns jedes Jahr, wenn die Neuen auf die Welt kommen. Sind ja auch wirklich sehr süß, das muss man drin lassen. Was schätzen denn die Besucher so an der Alpaka-Farm, an einem Besuch auf der Alpaka-Farm? Einerseits ist es im Moment der Trend. Alpakas und Lamas sind wahnsinnig angesagt. Das ist was man sonst aus dem Zoo kennt und das natürlich viel näher erleben kann und viel mehr wahrscheinlich auch. Die Leute suchen immer mehr nach regionalen Ausflugszielen, wo man auch mit einer Familie was einzeln machen kann oder mit einer kleinen Gruppe. Dann fängt es natürlich an, dass man hier ganz nah kommen kann. Wir können mit denen am Halfter gehen, wir können die streicheln. Und natürlich dieses Alpaka-Erlebnis drumherum, was eine Farm ausmacht. Man darf ihnen bei Stallarbeit ein bisschen helfen. Alles erkunden, die Stelle erkunden und so nah kommt man sonst nirgendwo dran. Das stimmt wirklich. Es ist wirklich schon sehr schön hier, dass man einfach so einen Alpaka streicheln kann. Wir bedanken uns für den Besuch und freuen uns auf Besucher. Einfach anrufen, Mail schreiben, dann findet man sicherlich einen perfekten Termin. Dass wir hier filmen durften und diese schönen Tiere kennengelernt haben. Wir hoffen auch Ihnen, diese Farm hier näher gebracht zu haben und dass auch Sie einmal diese flauschigen Freunde besuchen.